Hallo und willkommen zu einem neuen Power Ranger Review. Diesmal zu Power Ranger SPD und SPD ist eine Abkürzung für Space Patrol Data. Und das ist der Data Squad Megazord. Und die einzelnen Megazords heißen halt jetzt Delta Racer, also Delta Renner. Und zwar, man sieht ja die Nummern halt Delta Renner oder Delta Racer 1, 2, 3, 4 und 5. Und halt eben die Farben. So, fangen wir einfach mal mit 1, den roten an. Der rote ist jetzt eben so ein bisschen der schwerste. Von der Größe her. Kurz wieder den Zollstock. Ist er jetzt ungefähr 14 cm. Der grüne ist 18 und der blaue, naja, 14 cm so in etwa. Gut, was die kleinen sind noch 9 und ja, nochmal so 9 cm. Gut, weiter zu dem roten halt. Er ist ein bisschen schwerer, weil er hier noch Elektronik drin hat, wenn man die eben anmacht. Piept. Und jetzt drückt man hier einfach auf die 1. Also hier leuchtet es und man hat eben diesen, ja, Polizeisound. Wieder ausmachen. Jetzt das Besondere, was er noch hat, wie auch in der Serie, sind hier kann man links und rechts halt eben die Dinge öffnen. Und hier so eine kleinen Krallen eben ausfahren. Halt in der Serie benutzt das halt, um diese Megasort-Kombination ja zu machen, um die anderen Sorts halt eben ranzustöpseln. Ist ganz nett. Das wäre noch, glaube ich, in der Serie noch so als Greifer benutzt, einfach so nach vorne. Auch eben sehr nett, diese kleinen Greifer. Und halt, dass sie eben da sind, ist wirklich nicht schlecht. So sehr viele Details, finde ich. Also sowas ist halt nett. Kommen wir weiter, oder machen wir weiter mit der 2. Ist halt eben so ein Hovercraft-Dings. Es kann hier eben seine, ja, Düsen drehen und dann sieht man hier eben sowas wie eine Art, ja, Revolver. Eben so viele eben Raketenabschusssystem, so eine Trommel, ganz nett, kann man auch eben so. Und hier unten versteckt sich noch so ein kleiner Haken, um eben irgendwelche Sachen eben zu transportieren, auch ganz gut. Jetzt kann man noch bei dem blauen noch hier diese blauen Teile abmachen, links und rechts geht das. Einfach hier runterziehen, dann hat man eben diese Teile. Die lasse ich jetzt auch ab. Man könnte sie jetzt eben für die Megazord auch dran lassen, aber dann könnte ich das mit dem Megazord nachher nicht zeigen. So, und jetzt kann man die Dinger hier noch hier ran machen. Das ist dann so dieser Megazord-Trink-Modus oder so, irgendwie wird es extra genannt. Ja, wozu das gut sein soll, ist in der Gebrauchsanweisung gezeigt, dass man das machen kann. Ja, es sieht ziemlich merkwürdig aus und ich würde es ehrlich gesagt auch lassen. Machen wir wieder ab. Die Dinger lassen wir erstmal so. Jetzt kommen wir hier zu 3. Das ist so ein, ja, LKW eben. Mit so einer Aufbewahrungsbox. Was hier so drin ist, genau dazu kommen wir dann später. Dann hier zu dem gelben. Nehmt alle mal zu diesen Rädern an sich von einem. Man sieht, sie haben alle so ein bisschen individuelle Räder halt verpasst bekommen. So ganz nett eigentlich. Und auch eben passend zu den Fahrzeugen. Ganz nett. Hier bei ihm kann man noch eben wie in der Serie hier das hochklappen, damit er eben diese, ja, Waffe hat. Und jetzt kommen wir noch zu dem letzten, also zu dem fünften.
Hier gefallen mir eigentlich sehr diese, ja, sehr runden Räder, sagen wir mal. Sieht sehr lustig eigentlich aus. Und hier kann man eben aufklappen und eben so rummachen. Und in der Serie wäre hier eben dieses Schild für verhaftet oder unschuldig. Fehlt leider. Ich weiß auch gar nicht, wenn es zu den Sorts dazu gab. Also falls es einer weiß, wenn es die dazu gab, kann er ja gerne mal was dazu sagen, schreiben. So, jetzt zu dem Megasort. Fange ich am besten mit dem roten an. Man klappt vorne einfach das einmal um nach vorne. Also diese Teile nach vorne. Dass man so hat. Dann macht man mit dem grünen einfach weiter. Da klappt man eben diesen Hänger nach oben. Festigt ihn und hat eben einen Fuß. Bei dem blauen klappt man sein Rad weg und klappt das blaue nach hinten, Flügel noch runter und einfach umklappen. Was jetzt wichtig ist, sollte man eben noch diese Ringe, die beiden hier dran haben, dann muss man erst den Fuß umklappen und dann eben seitlich die Dinger. Aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Gut, das sind jetzt halt eben die beiden Füße, die man jetzt eben miteinander verbinden kann. Jetzt hat man halt die Füße. Jetzt kann man hier oben einfach schon das aufklappen. Dann kommt der Kopf zum Vorschein. Man sieht ja, das muss man erst ziehen. Dann klappt man es um und steckt es halt wieder zusammen und rastet das eine. Jetzt sieht man schon den Kopf. Jetzt kommen wir noch zu den Händen und Arm vielmehr, also dieses Teil gleich komplett rausziehen, umklappen, kommen wir gleich zu. Und dann erst kann man hier eben diese Faust umklappen. Vorher sperrt halt eben dieses Teil die Verwandlung von der Faust. So, das klappt man hier ran. Bei dem kann man das gleich hier umwandeln. Jetzt muss man eben hier bei dem Grünen öffnen. Jetzt kommen diese ganzen Waffen hier zum Vorschein. Wieder zumachen. Und jetzt kann man eben, hier sieht man schon eben das Ding aufklappen. Verbinden und man hat eben das Megasort Schwert. Was ganz nett ist. Also der Megasort ist so schon fertig. Zeige ich einfach mal. Ganz nett. Jetzt hat man eben noch hier diese Soundsache, die es eben aus hatte, wenn man sie jetzt anmacht, wieder drauf drückt. Leuchtet es halt einmal rundherum. Das ist halt eben dieser, ja, Lade- und Schusssound. Ganz nett. Und wenn man ihn so ein bisschen drauf rumstampft, so eine Art Stampfsound da laufen, das halt läuft. Ja gut, zu dem Schwert drückt man ihn halt in der Hand. Das ist halt eine Waffe, einmal eben dieses Megasort-Schwert. Ganz nett, dann kann man halt auch diese Pistole hier eben noch in der Hand drücken, wenn man mag. Oder jetzt kommen wir halt zu diesen blauen Teilen. Hier klappt man eben so einen kleinen Plastikpin aus, verbindet beide Teile miteinander und man hat Handschellen, die man halt eben auch den Sword in der Hand drücken kann. Sehr nett. Das ist halt eben der Delta Squad Megasort, der halt eben, wenn man ihn nicht beachtet und den Sound anhat, eben auch immer dieses Rumgequietsche macht. Gut, man kann es ja auch wieder ausstellen. Ich hoffe, euch hat dieses Review gefallen. Noch kurz zu den Maßen ganz schnell. Und zwar, er ist ja so 23 cm hoch. So, ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Ich sage Tschüss, bis dann.